Robstar 180 zu einem neuen Video und wie vielleicht viele schon wissen, es geistern eine Menge Challenges gerade rum auf Instagram, Twitter, YouTube, sonst auch irgendwo. Ich wurde für zwei nominiert und zwei weitere, die haben mir sehr gut gefallen, die habe ich dann einfach ungefragt gemacht. Ja, in der Corona-Zeit ist natürlich ein bisschen schwierig rauszugehen und Darts zu spielen mit anderen, Turniere zu besuchen, Ligaspiele, ihr wisst ja Bescheid. Deswegen haben sich natürlich viele entschieden, einfach zu Hause ein bisschen was zu machen, sich zu beschäftigen mit Darts. Und auch ich habe mich dann einfach dazu entschlossen, wie gesagt, vier Challenges zu spielen und die werde ich euch heute alle zeigen. Alle vier Challenges habe ich geschafft. Es geht zum einen um die Klorollen-Challenge, da wurde ich nominiert. Ich weiß nicht mehr genau von wem, aber ich habe sie geschafft, auch wenn ich nicht ganz so begeistert von dieser Challenge bin. Dann hat The Virus auf Instagram dazu aufgerufen, sein Hassdoppel zu zerstören. Das heißt Destroy Your Hate Double. Bei mir ganz klar, die, wo mich kennen, wo den Kanal hier verfolgen, wissen, die Doppel 18 ist so meine Zahl, die ich nicht so gut kann. Die Challenge habe ich natürlich auch gemacht. Dann geht es darum, Darts Planet TV hat auf Twitter eine Challenge gehabt. Da ging es darum, alle Singlezahlen innerhalb von 60 Sekunden zu treffen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen einfach an. War aber sehr schwer. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht und sehr anspruchsvoll. Man muss sehr schnell sein und es ist nicht ganz einfach gewesen. Und die letzte Challenge, zu der hat mich der liebe Marcel Scorpion dann nominiert. Come on, Mann! Ich nominiere Christian Bunse, Gabriel Clemens und Robert Marjanovic, drei Bullseyes zu werfen. Wer mich auf Instagram verfolgt oder hier auch mal auf YouTube ab und zu schaut, der wird wissen, drei Bullseye treffen, das habe ich schon einige Dutzend Mal geschafft. Nur diesmal war es ein bisschen anders, das heißt, ja, es war so ein bisschen mentale Blockade. Ich habe ewig gebraucht, bis ich es geschafft habe. Das heißt, es waren zahlreiche Versuche. Ich bin ehrlich, ich sage es euch so, fast zwei Kameraakkus hat es gebraucht, bis ich das endlich im Kasten hatte. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich das endlich euch zeigen kann. Zum Schluss vom Video zeige ich euch auch mal so ein bisschen, wie schwierig das eigentlich wirklich war. Zahlreiche Fehlversuche, zieht sie euch auf jeden Fall rein. Ich kann euch sagen, ich habe mich ganz schön geärgert und es hat ganz schön gefrustet. Wir fangen jetzt einfach mal an. Klorollen-Challenge, die einfachste von allen, wie ich fand. Zwei, drei Versuche, dann hatte ich die im Kasten. Hier nochmal ganz kurz in Bildern, wie meine drei Darts in dieser Klorolle landen. Zweite Challenge war dann die Destroy Your Hate Double Challenge von, wie gesagt, The Virus. Bettina aus Bayern hat die ins Leben gerufen. Da habe ich mir die Doppel 18 natürlich ausgesucht und auch diese Challenge erfolgreich gemeistert. Hat ein paar Minuten gedauert, aber auch die Doppel 18 hat dann irgendwann mal geklappt. Dritte Challenge in 60 Sekunden. Alle Singlefelder auf dem Board zu treffen. Auch das habe ich geschafft, hat auch ein paar Versuche gedauert. Probiert selber mal aus, es ist sau schwierig. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie weit ihr denn gekommen seid in 60 Sekunden mit den Singlezahlen. Und jetzt für euch hier natürlich mein Versuch und zu den Singlezahlen in 60 Sekunden. Ja, ihr habt schon gesehen, es war knapp, aber wir lassen das jetzt mal zählen. Ich werde es nicht nochmal versuchen. Ich war ganz schön außer Atem danach. Kommen wir zur letzten Challenge, die, wie gesagt, von Marcel, der hat mich dazu nominiert. Dreimal Bullseye,
für mich eigentlich jetzt keine große Herausforderung. Mal dauert es ein paar Minuten länger, mal kürzer, je nachdem. Diesmal habe ich echt sage und schreibe 3 Sessions gebraucht, bis ich das endlich geschafft hatte. Hat mich sehr gefrustet, muss ich sagen. Aber auch diese Challenge habe ich geschafft und wieder mal 3 Bullseye getroffen. Und das seht ihr hier. Cooles Feeling, wenn man dreimal dieses kleine rote Feld trifft. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht, das zu schaffen. Aber ich habe natürlich auch einen Haufen Fehlversuche gehabt und auch die will ich euch nicht vorenthalten. Deswegen jetzt zum Schluss nochmal viel Spaß mit all den Fails und es waren einige, die ich bei der Triple Bullseye Challenge hatte. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wünsche euch allen gute Darts und bis bald.